Das Terra Luna Netzwerk hat sich in den vergangenen Monaten unglaublich stark entwickelt. Es schreibt in einigen Bereichen sogar wieder neue All-Time-Highs. Trotzdem setzen einige Leute darauf, dass das Netzwerk zusammenbricht. Im heutigen Video schauen wir uns eine Million US-Dollar Wette an, die eben darauf gesetzt wird, dass das Netzwerk kollabiert. Des Weiteren schauen wir uns im heutigen Video den Fall Ripple vs. SEC etwas genauer an. Wir werfen nicht nur einen Blick auf die allgemeine Situation, sondern selbstverständlich auch auf den aktuellen Stand und warum das Ganze hier momentan so positiv für Ripple aussieht. Zum Ende des Videos schauen wir uns dann nochmal Cardano an, denn auch hier gibt es neue All-Time-Highs und unglaublich viele neue Anwendungen, die natürlich für Anleger hier ein wunderbares Zeichen geben, dass es möglicherweise bald wieder bergauf gehen könnte. Viel Spaß mit dem heutigen Video, Krypto aktuell. Hallo und herzlich willkommen, Freunde, zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Mein Name ist Robin und im heutigen Video schauen wir uns die drei Altcoins an, die ich bereits im Intro genannt habe. Hierbei handelt es sich zu Beginn erstmal um Luna, dann schauen wir uns den XRP-Token bzw. den Fall Ripple vs. SEC an und zum Ende des Videos werfen wir einen Blick auf Cardano mit dem dazugehörigen ADA-Token. Diese News können vielleicht schon ein, zwei, drei Tage älter sein, daher habe ich das Video hier mit Zeitstempeln unterteilt. Diese News kommen leider nicht alle gleichzeitig raus. Ich wollte allerdings heute mal ein allgemeines Altcoin-Update machen, denn ich finde tatsächlich, dass all diese drei Projekte sehr interessante und signifikante Informationen mit sich bringen. Falls einige von euch diese Informationen teilweise zu alt sind, dann nutzt die Zeitstempel. Ja, es sind auch sehr aktuelle Informationen dabei, aber ein, zwei sind vielleicht schon zwei, drei Tage älter. Nur als kurze Vorwarnung, bevor wieder ein, zwei Leute um die Ecke kommen und sagen, das sind doch keine News, davon habe ich gestern schon gehört. Es ist ein allgemeiner Überblick, vor allem bei Ripple beziehen wir uns heute nochmal auf die ganze Thematik, um wirklich nachzuvollziehen, warum Ripple hier einen so krassen Vorteil hat. Im Hintergrund kann es sein, dass der Kryptomarkt gerade extrem nach unten oder nach oben hin sich entwickelt. Darauf kann ich im aktuellen Video leider nicht eingehen, weil ich leider heute Nachmittag arbeiten muss, daher das Video nicht aufnehmen kann. Es wird allerdings die Tage dann wieder eine Information zu den aktuellen Marktverhältnissen gehen, wo wir uns Stück für Stück angucken, was heute passiert. Denn heute findet natürlich eine extrem wichtige FED-Sitzung statt. Ich würde auch sagen, Freunde, wir reden gar nicht länger um den heißen Brei. Lasst gerne eine Bewertung und einen Kommentar da, um mich und den Kanal zu unterstützen. Vielen Dank an alle, die das tagtäglich tun. Springen wir auf die erste Folie und schauen uns erstmal an, warum tatsächlich Terra Luna teilweise Ethereum überholt. Das Ökosystem von Terra Luna begleiten wir auf diesem Kanal nun schon länger. Erst vor wenigen Tagen haben wir uns angeschaut, warum Terra Luna sich so unglaublich krass entwickelt hat, vor allem im Vergleich zum restlichen Kryptomarkt. Ein großer Punkt ist hierbei das extrem interessante Staking, was unter anderem durch ihr Stablecoin-Angebot noch zusätzlich unterstützt wird. Es wird einfach sehr lukrativ hier im Netzwerk zu staken und es bringt halt die Sicherheit für ihren eigenen Stablecoin. Darüber hinaus ist das Terra Luna Netzwerk so aufgebaut, dass die Transaktionskosten beispielsweise deutlich geringer als bei Ethereum sind, was natürlich ebenfalls einen Bonus mit sich bringt. Der Markt für Smart Contracts ist im Allgemeinen sehr, sehr stark umkämpft und die Projekte müssen sich oftmals viele neue Dinge ausdenken, um viele Kunden für sich zu gewinnen. Schauen wir uns jetzt einfach mal Terra Luna an, so stellen wir recht schnell fest, dass gerade das Staking besonders interessant scheint. Geht man auf die Seite von Staking Rewards, so sieht man recht schnell, dass ganz oben das Netzwerk von Terra Luna steht. Im Allgemeinen werden nämlich hier gerade Luna Tokens im Wert von knapp 29 Milliarden US-Dollar gestaked. Das einzige Netzwerk, was es tatsächlich schafft, noch ein bisschen mehr Total Value Locked zu haben im Staking-Bereich, ist hierbei Solana. Auf Platz 3 liegt übrigens Ethereum mit dem Ethereum 2.0 Kontrakt, wo man hier darauf setzen kann, dass sich das Netzwerk wunderbar nach dem Merge entwickelt. Terra Luna hat im Allgemeinen einen extrem starken und interessanten Werdegang. Im Juli 2019 wurden sie erstmals auf CoinMarketCap gelistet und damals stand der Kurs bei knapp 1,29 Euro. Das Wachstum ging allerdings nicht weiter, so fiel der Kurs teilweise relativ stark ab und lancierte dann tatsächlich zu Beginn des Jahres 2021 bei knapp 30 US-Dollar Cent. Ab dann startete allerdings eine richtige Rallye und am 9. März des aktuellen Jahres, also knapp ein Jahr und zwei bis drei Monate später, erreichte der Kurs hier einen Wert von über 100 Euro. Dementsprechend hat man mit einer damaligen Investition ein extrem starkes Wachstum genossen und viele fragen sich, ob das möglicherweise auch so weitergeht. Das Ganze bleibt natürlich abzuwarten, denn einige Investoren und Trader setzen tatsächlich darauf, dass wir hier nochmal eine stärkere Korrektur sehen. Gerade da sich Terra Luna in den letzten Wochen so stark entwickelt hat, antikorrelativ zum Rest des Kryptomarktes, werden viele Trader aktuell gerade stutzig und denken, dass es tatsächlich nochmal richtig nach unten gehen könnte. Ein Analyst
spricht beispielsweise bei seiner Analyse über ein Double Top Pattern, was dementsprechend eine Korrektur auf knapp 51 Dollar zur Folge hätte. Das wäre hierbei ein Absturz um knapp 44% unter dem All-Time High. Das Ganze ist definitiv möglich, denn schauen wir uns auch einfach mal den Chart an. So sehen wir hier, dass das Wachstum der letzten Monate nicht wirklich durch starkes Volumen getrieben wurde. Ein großer Punkt, warum das Netzwerk und vor allem der Luna Token sich so stark entwickelt, ist eben diese Technologie, wie der Stablecoin im Hintergrund selber mit Luna Token gebackt ist. Und genau das ist auch das System, was extrem stark kritisiert ist. So hat beispielsweise auch der Kryptohändler Sensei Algorithm auf Twitter jeden aufgefordert, der glaubt, dass Luna in einem Jahr höher stehen wird als zum aktuellen Zeitpunkt, 1 Million US-Dollar zu wetten. Doug Von, der CEO von Terraform Labs, dem Unternehmen, welches eben hinter Terra steht, ist auf diese Wette eingegangen und jeder von beiden platzierte hierbei 1 Million US-Dollar in einer Ethereum Wallet. Sollte der Luna Token also in einem Jahr bei unter 88 Dollar liegen, was zum Zeitpunkt dieser Wette quasi der aktuelle Kurs war, dann würde Sensei gewinnen. Er ist im Allgemeinen ein sehr, sehr starker Kritiker von Luna und hat in seinen Twitter-Posts des Öfteren schon angemerkt, dass er das Projekt mehr als Betrug sieht und er verglich es beispielsweise mit BitConnect. Über die Thematik, wie das Netzwerk aufgebaut ist und wie der Stablecoin hier vom Netzwerk eigenen Luna Token quasi hinterlegt ist, haben wir uns bereits letzte Woche unterhalten. Das Ganze bringt eine große Unsicherheit mit sich. Auch ich habe schon des Öfteren darüber nachgedacht, dass das Netzwerk hier theoretisch kollabieren könnte, wenn eben die Kurse einmal sehr stark einbrechen, beziehungsweise wenn hier eine Menge Liquidität tatsächlich aus dem Stablecoin wieder rausgenommen wird. Dadurch, dass sich das Netzwerk halt in den letzten Wochen einfach nur nach oben hin bewegt hat, da die Nachfrage nach den Stablecoins einfach nur gestiegen ist, konnten wir halt noch gar nicht wirklich sehen, wie das Netzwerk reagiert, wenn die Nachfrage mal nachlässt und es hier möglicherweise zu einem Kollaps kommt. Und Sensei ist halt eben der Ansicht, dass dieses Modell schlichtweg unhaltbar ist und innerhalb eines Jahres kapitulieren wird. Hierzu bemerkte er, die 11,7 Milliarden UST, also der Stablecoin von Luna, sind also im Wesentlichen durch die Auftragsbücher von Luna gedeckt und können im besten Fall einen Verkauf im Wert von 1 bis 2 Milliarden US-Dollar verkraften. Im Moment haben sie die Nachfrage mit dem aus dem Nichts gedruckten 20% Festpreis in die Höhe getrieben, was nicht nachhaltig ist. Er warf den Luna-Fans Selbstbetrug vor, wenn sie sich vormachten, ich zitiere, dass die Nachfrage das Angebot unendlich lange übersteigen wird. In dem Moment, in dem das Angebot die Nachfrage übersteigt, werden die Leute in Panik geraten und massenhaft UST gegen Luna eintauschen. Erinnert sie das an etwas? Vielleicht an ein Schneeballsystem. Und genau das ist halt auch eben der große Kritikpunkt. Wenn das Ganze hier quasi sehr stark rückläufig ist, dann kann es sein, dass dieses Netzwerk nicht nachhaltig ist. Dazu würde mich eure Meinung unglaublich stark interessieren. Schreibt es mir gerne einmal in die Kommentare. Schauen wir uns an dieser Stelle allerdings mal das nächste Thema an. Dabei beziehen wir uns hier auf Ripple. Seit über einem Jahr ist hier bei der Ripple vs. SEC-Fall ein sehr, sehr großes Thema in der gesamten Kryptoszene. Es geht eben nicht nur um den Wert von 1,3 Milliarden US-Dollar, sondern um den Standpunkt von Kryptowährungen und ob sie im Allgemeinen überhaupt als Wertpapier bezeichnet werden können. Nun hat die Richterin in diesem Fall zwei entscheidende Anträge abgewiesen, was die ganze Thematik für Ripple nur noch besser macht. Doch um zu verstehen, wie wir überhaupt an diese Situation gekommen sind, werfen wir mal eben ganz kurz ein paar Blicke zurück. Ich werde jetzt die Geschichte von Ripple in kurzen Worten wiederholen. Für die, die das nicht hören wollen, weil sie es schon lange kennen, die können gerne vorspulen. Ripple ist tatsächlich eines der ersten Krypto-Projekte im gesamten Game. Das Projekt und auch der Token XRP hat einen sehr, sehr langen Werdegang und ist einer der Tokens, der hier am längsten am Kryptomarkt überhaupt partizipiert. Ripple wurde tatsächlich bereits 2012 gegründet und damals hat man sich Gedanken darüber gemacht, wie man einen Token auf den Markt bringen kann, ohne rechtlich irgendwelche Probleme zu bekommen, dass es sich hierbei möglicherweise unter anderem um ein Wertpapiergeschäft handelt. Das Unternehmen hat sich dabei einige Anwälte geholt bzw. hier prüfen lassen, was für einen Tokenverkauf eben relativ sicher und nachhaltig wäre und mit einer sehr, sehr geringen Wahrscheinlichkeit von der SEC hier als Wertpapier abgemahnt werden könnte. 2018 wurde dann schon bereits berichtet, dass die SEC des Öfteren Kontakt mit Ripple aufgenommen hat, beziehungsweise dass hier im Allgemeinen recht viel Kontakt bestand. Zudem hätten einige Beamte selber zuvor in den XRP-Token investiert und wäre damals schon klar gewesen, dass es sich bei dem Token um ein Wertpapier handelt, dann dürften auch die Beamten gar nicht in den Token hier investiert haben. Im Dezember 2020 war es dann soweit und es flatterte bei Ripple hier eine Anklageschrift der Wertpapieraufsichtsbehörde ins Postfach.
einfach. Der Vorwurf lautet hierbei unerlaubter Wertpapierhandel über den Zeitraum von 8 Jahren. Sollte dem Ganzen stattgegeben werden, also sollten sie diesen Fall verlieren, dann würde das nicht nur für Ripple bedeuten, dass sie hier möglicherweise mehrere Milliarden US-Dollar Strafe zahlen müssen, sondern würde ebenfalls auch noch viele Hindernisse nicht nur für den XRP-Token, sondern für auch andere Kryptowährungstokens bedeuten. Ripple wehrte sich natürlich gegen diese Anklageschrift und diesen Fall begleiten wir nun schon seit mehr als einem Jahr. Der Hauptpunkt, auf den Ripple hier tatsächlich den Fokus legt, ist ganz einfach die Fair-Notice-Verteidigung. Es geht nämlich darum, warum die SEC 8 Jahre gewartet hat, um hier um die Ecke zu kommen und den XRP-Token als Wertpapier einzustufen. Schließlich hatte man sich ja schon vorher mit diesem Token auseinandergesetzt und es wäre Ripples meiner Meinung nach zumindest die Pflicht gewesen, der SEC hierbei das Unternehmen darüber zu informieren, dass es sich eben bei dem XRP-Token um ein Wertpapier handeln würde. Das haben sie allerdings eben nicht getan, weshalb Ripple sich dann auch sehr stark eben über die Anklage hier gewundert hat. Zudem betont das Unternehmen, und das ist eben etwas, was wir uns vor einigen Wochen angeschaut haben, dass sie sich damals darüber informiert haben, wie sie einen Token an den Start eben bringen können, ohne dass dieser hier als Wertpapier angesehen wird. Sie standen dazu in Kontakt mit einigen Anwälten, die eben auf diese Thematik spezialisiert sind, die zumindest bestätigen, dass eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass dieser Token-Launch, für den sie sich dann entschieden haben, eben nicht am Ende des Tages ein Wertpapier im XRP-Token signalisieren würde. Die SEC hatte dann versucht, diese Verteidigung eben zu stürzen, indem sie sagten, das Ganze hat doch nichts jetzt mehr mit dem Fall zu tun, es geht doch nicht mehr um die aktuelle Thematik. Hierzu haben sie halt einen Antrag eingereicht, dass die Justiz dem Ganzen halt nicht nachgehen solle. Die Richterin Torres, die für diesen Fall unter anderem mitverantwortlich ist, wies allerdings den Antrag der SEC ab, den Vorgang zu unterbinden. Das feierte natürlich die XRP-Community, weshalb wir auch beispielsweise vor einigen Tagen hier einen kurzfristigen, sehr starken Pump im Kurs gesehen haben. Auch der CEO des Unternehmens Ripple freute sich natürlich über dieses Ergebnis und postete hierzu auf Twitter, wenn sie damals nicht aufgepasst haben, sollten sie es jetzt tun. Riesiger Gewinn für Ripple heute. Doch was bedeutet das Ganze nun für Ripple und warum ist das tatsächlich so positiv? In dem Schreiben, in dem die Richterin den SEC-Antrag abgewiesen hat, heißt es, aus den vorstehenden Gründen werden die Anträge der einzelnen Beklagten abgelehnt. Der Gerichtsschreiber wird angewiesen, die Anträge unter ECF Nummer 105 und 110 zu beenden. Nach der Ablehnung des Gerichts muss die SEC nun beweisen, was übrigens sehr, sehr schwierig wird, dass einzelne Angeklagte sich Ripple angeschlossen haben und zum Erfolg des ICOs auf Basis der Gewinnbeteiligung beigetragen haben. Außerdem müssen sie beweisen, und das hier wird tatsächlich der Kasus Knacktus, dass die Ripple-Gründer Chris Larsen und Brad Garlinghouse sich der Rechtswidrigkeit bewusst waren und trotzdem entschieden, mit der ICO fortzufahren. Das wird halt extrem schwierig, da Ripple selber ja aktuell schon nachweisen kann, dass sie sich eben darüber informiert haben, welcher Token-Launch hier tatsächlich am sinnvollsten ist, beziehungsweise den XRP-Token im wenigsten Fall als Wertpapier bezeichnen würde. Darüber hinaus wies die Richterin ebenfalls das Argument der SEC zurück, dass während der ICO auch ausländische Investoren eben außerhalb der USA den XRP-Token kaufen konnten. Hierzu sagte sie, das Gericht stellt fest, dass die Angebote der einzelnen Beklagten nicht aus dem Ausland stammen. Diese Angebote und Verkäufe wurden von in den USA ansässigen Personen gemacht, betrafen angebliche Wertpapiere, die von einem US-Unternehmen ausgegeben wurden und umfassten zumindest einige Angebote und Verkäufe an US-Käufer. Dementsprechend kommt die SEC jetzt ganz schön in Erklärungsnot, weil sie hier Dinge beweisen müssen, die quasi gar nicht mehr zu beweisen sind. Das ist halt eben ein extremer Pluspunkt für die Ripple und XRP-Community sowie natürlich für die allgemeine Crypto-Community. Ich habe bereits vorhin darüber gesprochen, dass der Fall tatsächlich sich auf viele andere Projekte ebenfalls auswirkt. Es geht hierbei nicht nur um die Bewertung des Token-Launch, für den sich Ripple hier entschieden hat. Nein, es geht natürlich auch um die allgemeine Frage, ob Kryptowährungen überhaupt als Wertpapiere klassifiziert werden können. Denn nur wenn die Kryptowährungen tatsächlich als Wertpapiere gelten, ist die SEC überhaupt verantwortlich bzw. hat überhaupt erst dann das Recht, hier die Legitimität des Statuses zu überprüfen. Die Richterin Torres legte auch in ihren aktuellen Entscheidungen die Kriterien aus dem Howey-Test an. Demnach beinhaltet ein Wertpapier einen sogenannten Beteiligungsvertrag. Dieser wird vom US Supreme Court bezeichnet als eine Investition in Form von Geld in ein bekanntes Unternehmen mit der glaubwürdigen Erwartung von zukünftigen abzuleitenden Profiten aus den unternehmerischen und betriebswirtschaftlichen Anstrengungen anderer.
ist extrem schwierig zu sehen. Im Allgemeinen werden halt damit Wertpapiere, also Aktien, bezeichnet. Es muss also unter anderem die Frage geklärt werden, ob Investoren in den XRP-Token investieren, weil sie denken bzw. erwarten, dass wenn das Unternehmen im Hintergrund wächst, der XRP-Token auch automatisch an Wert zunimmt. Gerade in den letzten Monaten haben wir gesehen, dass es tatsächlich nicht funktioniert, weil der XRP-Token eher mit dem Kryptomarkt bzw. beispielsweise mit dem Bitcoin korreliert, teilweise sogar hier nochmal stark unterperformt. Das heißt, in den letzten Monaten haben wir trotz des starken Wachstums des Ripple-Netzwerks keine Kurssteigerung im XRP-Token gesehen und möglicherweise ist das auch ein weiteres Argument, was hier vorgebracht werden könnte. Es ist halt hier extrem wichtig, die Frage zu klären, wie der XRP-Token im Allgemeinen angesehen wird, um ihn halt auch eben hier zu klassifizieren. Außerdem hat die SEC bereits in der Vergangenheit, wir wissen es alle, bereits bekannt gemacht, dass dezentrale Netzwerke wie beispielsweise Bitcoin oder Ethereum nicht als Wertpapier angesehen werden können, daher auch nicht in den Zuständigkeitsbereich der SEC fallen würden. Der Hintergrund hierbei war, dass es keine Wertversprechung einer zentralen Organisation, einer Enterprise gab, in Zukunft Gewinne mit dem eigenen Netzwerk-Token zu erzielen. Ripple sieht sich dabei in derselben Kategorie. Das Ziel des Unternehmens war niemals das spekulative Investment-Trading gewesen, sondern die Vereinfachung des Online-Handels. Außerdem war das Netzwerk nach eigenen Angaben aufgrund der dezentralen Struktur niemals im direkten Kontakt mit dem Kunden gewesen. Stattdessen hätten die Token-Inhaber diese vorrangig über andere Handelsplätze erworben. Ob unter anderem diese Argumente ausreichen, um die Klage hier zurückzuweisen, bleibt natürlich immer noch eine große Frage. Viele erwarten, dass dieser Fall tatsächlich im aktuellen Jahr endlich ad acta gelegt wird. Tatsächlich sieht es momentan deutlich besser für Ripple aus als für die SEC, aber es bleibt natürlich abzuwarten, denn durch weitere Berufungen und Einsprüche kann das Verfahren natürlich auch weiterhin mehrere Monate, möglicherweise sogar Jahre in die Länge gezogen werden. Tatsächlich sieht man im Hintergrund, dass sich Ripple sehr stark entwickelt, sowie natürlich auch das Netzwerk selber, welches jetzt mehr als 4000 Künstler auf der eigenen NFT-Plattform begrüßt. Hierzu nutzt das Unternehmen seinen eigenen Creator Fund, der mit über 250 Millionen US-Dollar ausgestattet wurde. Die Blockchain-Firma zielt darauf ab, Künstler und kreative Agenturen wie Mintable, Mint NFT, VSA Partners, NFT Pro, Eternal Labs und OnXRP zu unterstützen. Der Gründer von Eternal Labs sagte hierzu, diese Partnerschaft ermöglicht es uns, das Web3-Ökosystem zu stärken, indem wir Pionierarbeit bei der Blockchain-übergreifenden Interoperabilität leisten und NFTs der breiten Masse zugänglich machen. In den nächsten Bewerbungswellen werden dann auch weitere unabhängige Schöpfer und Neulinge möglicherweise unter anderem mit diesem Fund hier ausgestattet, was ebenfalls weiter zur Expansion beitragen soll. Die Themen, auf die sich der Ripple Fund dann konzentrieren möchte, werden wohl im zweiten Quartal 2022 noch bekannt gegeben. Es wird hauptsächlich höchstwahrscheinlich um die Bereiche NFTs sowie um Anwendungsfälle auf dem Ledger gehen, wobei verschiedene Themen die Bereiche Medien, Unterhaltung, Nachhaltigkeit und Immobilien erforschen. Im Allgemeinen wurde durch den Start von NFT DevNet eine neue Wende in der Branche signalisiert. Es handelt sich hierbei ja um eine Beta-Entwicklungsumgebung, die mehr NFT-Entwickler in der Branche unterstützen soll. Ripple wagt sich also langsam in den neuen Trendbereichen des Web 3.0 und unterstützt die Entwicklung des Bereichs auf jeden Fall mit einer Menge Geld. Natürlich sind die NFTs hier nur ein kleiner Teilbereich von dem, was Ripple im Allgemeinen abdecken möchte. So haben sie beispielsweise auch kürzlich weitere Partnerschaften geschlossen, um Unternehmen auf der ganzen Welt bei der Entwicklung grenzüberschreitender Zahlungen sowie CBDC-Lösungen zu unterstützen. Erst kürzlich sind sie in eine Partnerschaft mit der Digital Euro Association, kurz DEA, eingegangen und sind hierbei jetzt ein unterstützender Partner. Zuvor hatten sie bereits mit anderen Regierungen zusammengearbeitet, um hier halt die CBDCs auf den Markt zu bringen. Das Ganze ist natürlich jetzt primär nicht unbedingt eine Unterstützung für den XRP-Token und dieser hat sich auch trotz der Partnerschaften und Ankündigungen nicht exorbitant entwickelt. Das Ganze könnte natürlich zurückgehalten werden aufgrund der SEC-Klage. Daher ist es unglaublich spannend, wie sich der Token entwickelt, wenn die SEC-Klage einmal vom Tisch ist. Wir dürfen nicht vergessen, dass der Token schon mal viel, viel mehr wert war vor einigen Jahren, wo das Netzwerk im Hintergrund eigentlich noch viel, viel schwächer war. Es bleibt spannend, es bleibt unglaublich interessant. Gerne kannst du mir in die Kommentare schreiben, ob du glaubst, dass dieser Fall im aktuellen Jahr noch ad acta gelegt wird oder ob sich das bis ins nächste, vielleicht sogar übernächste Jahr zieht. Und somit kommen wir auch schon zur letzten Thematik des aktuellen Videos. Hierbei sprechen wir über Cardano, denn das Total Value
gelockt, erreicht nun mittlerweile ein Volumen von knapp 190 Millionen US-Dollar und somit ein neues All-Time-High. Ebenfalls gründete Charles Hoskinson, der Kopf von Cardano, erst kürzlich an, dass die Anleger sich auf ein kurzfristig kommendes gutes Ereignis vorbereiten sollen. Es wird erwartet, dass das Cardano-Ökosystem bereits im Juni des aktuellen Jahres den sogenannten Vasil-Hardfork gesehen wird. Nach Charles Hoskinson selber würde sich nach diesem Update das Total Value Locked des Ökosystems exorbitant entwickeln. Hierzu schrieb er in einem Tweet: Was die meisten nicht verstehen, ist, dass viele Cardano-D-Apps auf den Start des Vasil-Hardforks im Juni warten, um vom Pipelining zu profitieren. Es scheint also, als ob wir noch nicht viel Total Value Locked gesehen haben. Laut der Datenanalyse von DeFi Llama ist das Total Value Locked gerade hauptsächlich auf beispielsweise SundaeSwap zurückzuführen, mit einem Anteil von knapp 47,9%. Diese Anteile können allerdings zurückgehen, denn auch viele weitere Projekte werden gerade hier aufgesetzt, die halt unter anderem dann ab Juni für ein massives Wachstum des Total Value Locked beitragen könnten. Natürlich hat das Netzwerk viele weitere Konkurrenten, wie beispielsweise EOS, vor allem aber sowas wie Solana und Ethereum. Trotzdem scheint das Netzwerk gerüstet zu sein, bald im Total Value Locked mehr oder weniger zu explodieren, wenn hier beispielsweise dieser Hardfork endlich implementiert wird. Bereits jetzt setzen schon über 500 Projekte auf Cardano und die Nachfrage scheint unaufhaltbar zu sein. Der größte Anteil der Projekte, knapp 34%, kommt hier von den NFT-Kollektionen. An zweiter Stelle liegen dann beispielsweise mit 6,2% dezentrale Anwendungen. Auch die Bereiche DeFi, Lending und Gaming nehmen natürlich einige Prozente hier in Anspruch und das Wachstum dieser Bereiche wird höchstwahrscheinlich vor allem in den nächsten Monaten noch richtig stark zunehmen. Doch zum aktuellen Zeitpunkt hat natürlich kaum einer noch Bock auf seine ADA-Tokens. Sie haben allein im aktuellen Jahr schon rund 40% an Wert verloren. Schauen wir uns das Ganze von All-Time-High an, dann sieht es sogar noch gravierender aus. Das heißt, die ADA-Investoren, die gerade in den letzten Wochen und Monaten investiert haben, sind wahrscheinlich fast alle im Minus. Ich möchte hierbei nur noch einmal daran erinnern, Freunde, seht eine solche Investition über einen längeren Zeithorizont, weshalb ich beispielsweise auch ein Fan von Tranchen bin, wenn man eben kein Trader ist, der hier auf steigende oder fallende Kurse setzt, sondern sich eben nur in die Projekte einkauft. Während der Kurs des Tokens nämlich im aktuellen Jahr um knapp 40% zurückgegangen ist, wurden weitere 1000 Smart Contracts auf Cardano aufgesetzt und mehr als 3 Millionen neue ADA Wallets werden zurzeit im Netzwerk begrüßt. Dementsprechend sollte man halt darüber nachdenken, wenn du bereit warst, Cardano für 2 Dollar zu kaufen, dann solltest du dich sehr darüber freuen, jetzt einen Abschlag von knapp 50% zu bekommen. Seht das Ganze als Investment. Ihr solltet euch natürlich vor einem Investment darüber informieren, ob der aktuelle Kurs gerechtfertigt ist und ob ihr viele Wachstumschancen in den nächsten Jahren hier seht. Wenn ihr also bereit wart, euch in ein Netzwerk zu kaufen für 2 oder 3 Dollar pro Token, dann sollte man halt den aktuellen Kurswert lieben, denn der liegt natürlich prozentual deutlich unter den damaligen Kursen, obwohl das Netzwerk im Hintergrund fundamental nur noch stärker geworden ist. Das nur als kurzer Hinweis für all die Leute, die momentan frustriert sind. Denkt auch daran, wir haben es vorhin angesprochen, Terra Luna hatte damals einen Wert von 1,30 Dollar erreicht, ist zurückgegangen auf 30 Cent, was ein unglaublich starker Rückgang ist, doch hat es dann geschafft, sich durchzusetzen und mittlerweile teilweise deutlich über 100 US-Dollar wert zu sein. Seht das Ganze also über einen längeren Zeithorizont und seid nicht genervt von dem Projekt, weil sich der Token nicht gut entwickelt, wenn das Projekt im Hintergrund trotzdem gute Arbeit leistet. So viel auf jeden Fall von mir. Ich nehme schon wieder 50 Minuten auf. Ich hoffe, ich kann es vernünftig zusammenschneiden. Ich hoffe auch, dass dir das Video gefallen und weitergeholfen hat. Sollte dem so sein, dann lass gerne eine Bewertung und einen Kommentar da. Falls du ein allgemeines Altcoin-Update vielleicht zu Small Cap Altcoins sehen möchtest, dann lass es mich gerne in den Kommentaren wissen. Ich beende an dieser Stelle das Video, bedanke mich für den Support bei jedem Einzelnen von euch und würde sagen, wir sehen uns dann im morgigen Video wieder. Bis dahin, ciao Freunde.